Hey, ich bin Wombo und ich habe mal wieder ein neues Tutorium. Und zwar geht es eigentlich um ein altes Video von mir, beziehungsweise ursprünglich um ein altes Video von mir, denn da habe ich versehentlich gesagt, dass ich eine Goldfarm gebaut hätte. Und zu dem Zeitpunkt stimmte das nicht. Jetzt stimmt es schon, ihr seht es sie im Hintergrund schon, und wie geskriptet spawnt in dem Moment ein Zombie-Pigman. Deswegen zeige ich euch das Ganze, wie das hier funktioniert. Jetzt einmal hier schnell mit dem Crasher, denn die Zombie-Pigmen werden ja hier reingetrieben, dann von den Pisten dort unten gecrashed. Und wie alle wissen, Zombie-Pigmen droppen möglicherweise Goldnuggets. Und diese Goldnuggets werden dann hier unten in die Kiste gebracht. Diese Farm ist nicht sehr effektiv, weil sie auch insgesamt sehr teuer ist. Oh, es ruckelt ein bisschen. Ich drehe mal die Render Distance ein bisschen runter. Ich brauche hier gerade gar nicht so viel sehen. Die ist sehr teuer, da man ziemlich viel Obsidian braucht, wie man hier sieht. Wobei, da ich hier im Creative Modus bin, habe ich nicht ganz gespart. Denn ich kann natürlich hier überall noch andere Blöcke reinmachen und brauche dadurch ein ganz bisschen weniger Obsidian. Insgesamt funktioniert die Farm so, dass wir ganz viele Enderportale haben und seit dem Update 1.5, glaube ich, können Zombie-Pigmen, wie da auch wieder perfekt es passiert ist, hier spawnen. Und zwar brauchen sie dazu einfach einen Block neben dem Enderportal und den habe ich hier sozusagen ihnen gegeben, indem ich hier Trapdoors, wie heißt es auf Deutsch, Falltüren hingebaut habe. Und ja, deswegen können sie halt hier spawnen. Diese Anordnung hier von den Portalen ist optimal, da wir so am wenigsten Obsidian für die meisten Portale verbrauchen. Also ganz einfach im Abstand von zwei Blöcken dann so einen Obsidian-Turm bauen. Hier habe ich das nochmal freigelassen. Ja, hier so einen Obsidian-Turm bauen. Wie gesagt, der Stein braucht gar nicht, genauso wenig wie der. Und dann baut man hier einmal rundherum Trapdoors und zündet danach die ganzen Portale an. So, so und so. Ja, und dann spawnen da halt Zombie-Pigmen, die laufen ein bisschen rum. Ja, fallen dann runter, werden von dem Wasserstrom nach hinten geleitet und dann hier in dem Crasher gecrashed. Der funktioniert ganz einfach. Unten habe ich, ups, überall Hopper hingetan, damit die Sachen auch wegtransportiert werden. Hier zu dieser Kiste. Dann hier mit Hookwires und Strings so ein kleines Netz von, ja, Stolpertreten aufgebaut. Und dadurch werden die halt sofort mit Energie versorgt, sobald irgendjemand hier draufsteht. Ihr könnt hier auch sehen, es ist nichts weiter an Redstone dabei, also kann man einfach hier den Pisten vormachen und der fährt halt aus, sobald da jemand steht. Ja, wichtig ist noch, dass hier auf der rechten Seite auch Hopper sind, die dann in die Mitte zeigen, dass alle Sachen hier hingebracht werden können, weil gerne mal die Items nach dort rechts rüberfallen. Ja, ach ja, genau. Eine Sache noch, es ist hier nicht ganz optimal gebaut. Das habe ich auch erst im Nachhinein gemerkt, denn die Zombie-Pigmen können natürlich auch auf dieser Seite rausfallen. Und hier ist jetzt kein Wasserstrom. Deswegen müsst ihr das in alle Richtungen um dieses, ja, Gebilde mit einem Zweierabstand bauen, dass die nicht irgendwie auf dem Rand landen können und auf jeden Fall vom Wasser weggeschwemmt werden. Theoretisch müsste man hier hinten auch gar keinen Wasserstrom machen, könnte das Ganze in der Reihe hier machen. Das kostet halt nur ein bisschen mehr. Ja, falls euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive nochmal. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, warum nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!